Also vor 10 Jahren haben wir angefangen, in Moldawien und in der Ukraine große kupferzeitliche Siedlungen zu untersuchen mit magnetischen Prospektionstechniken. Bei den Prospektionen auf diesen Siedlungen sind wir auf kreisförmige magnetische Anomalien gestoßen und hatten uns schon damals gedacht, das könnten Öfen sein. Und auf einer Reihe von Siedlungen in der Ukraine und in Moldawien sind dann diese Töpferöfen ausgegraben worden. Dieses Wissen um diese Siedlungspläne und die Position dieser Töpferöfen hat dazu geführt, dass wir jetzt in unseren archäologischen Daten eine ganze Reihe von diesen Keramikbrennöfen sehr, sehr präzise dokumentiert haben und natürlich auch unsere Überlegungen anstellen, wie wurden sozusagen diese Strukturen vor 5000 Jahren genutzt. Weil letzten Endes sieht man im Ausgrabungsbefund natürlich nur fragmentarische Reste von diesen Keramikbrennöfen. Jetzt haben wir ungefähr 20 Töpferöfen in der Zwischenzeit ausgegraben und haben im Kollegenkreis natürlich oft diskutiert, wie diese Öfen ursprünglich ausgesehen haben. Und Roman kam dann auf die Idee, dass wir dieses Experiment auch in Deutschland wiederholen könnten. Und er hat dann diese Möglichkeit uns eröffnet, dass wir das in der Oberlausitz machen können. Und das haben wir dann auch dankbar angenommen. Und dieses Experiment des Ofennachbaus, und mittlerweile sind ja auch schon 2 nachgebaut worden, hat uns viele neue Kenntnisse gebracht. Und diese Erfahrungen werden dann sozusagen in die nächste Projektphase, also jetzt in diesem Jahr, als wir den Ofen das 2. Mal aufgebaut haben, mit berücksichtigt. Ja, wir haben 2018 mit dem Projekt begonnen, also mit dem Rekonstruktionsprojekt, und haben dann mit den Studenten der Universität Marburg, also in der Kooperation mit der Universität Marburg und dem Gastgeber hier auf dieser Fläche, dem Verein Die Mäzener e.V., haben wir dieses Projekt gestartet. Das heißt, wir haben zuerst den Fundamentbereich ausgehoben, weil wir natürlich hier einen Erdboden haben, den haben wir abgetragen, dann haben wir dort einen Stampflehm eingebracht. Und auf diesen Stampflehmuntergrund haben wir dann den Sockel nachgebaut, den wir in der Grabung gefunden haben. Nachdem der Sockel dann fertig war, haben wir eine Weidenrutenkonstruktion darauf gebaut. Das heißt also eine Art Stützkonstruktion erstellt aus Weidenruten, die eben frisch geschlagen waren, damit sie biegsam sind. Und haben so eine richtige Kuppel aus diesem Holz geflochten. Diese ist dann die hilfreiche Grundkonstruktion, um dann den vielen Lehm eben aufzubringen. Inzwischen an die 8 Tonnen Lehm, den wir dort verbaut haben. Das ist eine ganz schöne große Menge. Und wir haben damals, als wir angefangen haben mit dem Projekt, gar nicht geahnt, in welchen Dimensionen sich das Ganze bewegen wird. Am Anfang muss man immer sagen, eine archäologische Ausgrabung zeigt uns ja nur noch einen kleinen Teil dessen, was mal an einer Stelle gestanden hat. Also von so einem Ofen bleibt, wenn er erst mal viele tausend Jahre nicht mehr in Nutzung ist und inzwischen auch schon wieder von fast 1 Meter Erde überdeckt ist, nicht mehr viel übrig. Meistens sind es die unteren 20 bis 25 Zentimeter einer derartigen Struktur, die erhalten bleibt. Der Teil, der nicht mehr da ist, der muss in irgendeiner Form wiederhergestellt werden. Und das machen wir, indem wir uns diese Daten anschauen. Wir schauen uns an, also wie groß ist der Ofen, also das Fundament und die entsprechenden Ansätze für die Kuppel und Wandung des Ofens. Wir schauen uns an, wie lang ist der Ofen. Wir gucken uns an, wie dick sind die Ansätze der Wandung für diese Kuppel. Und wir schauen uns auch an, welches Material und welche Bautechnik ist dort verwendet worden. Und mit diesen Informationen setzen wir uns dann hin und überlegen, okay, wie kann eine vernünftige Luftzirkulation in einem, so einem Ofen durch die Konstruktion hervorgerufen werden. Also wir müssen irgendwo ein Feuer machen, wir müssen irgendwo Keramik reinstellen und wir müssen irgendwo die heiße Luft wieder aus dem Ofen rauslassen. Das sind aber die grundlegenden Fragen. Unter anderem wollten wir auch rausbekommen, wie viel Holz man eigentlich regelmäßig braucht. Ja, wie viel Holz verbrauche ich, um wie viel Keramik herzustellen? Das wiederum hilft uns dann wieder, Rückschlüsse zu führen, wie viel Holz eine Siedlung in der Tripoli-Kultur zum Beispiel im Jahr oder im Laufe ihrer Gesamtnutzungsdauer eben verbraucht hat für die Keramikherstellung. Und solche Experimente können dabei helfen, gute Grunddaten dafür zu erzeugen. Das andere natürlich auch, welche Art von Holz. Und es zeigte sich bei unseren Experimenten, dass eben zum Beispiel die Äste eines Baums, die ein bisschen abgetrocknet sind, deutlich einfacher für den Brand verwendet werden konnten und dass wir viel schneller auf die entsprechenden Temperaturen gekommen sind als mit dem Scheitholz. Derartige Erfahrungswerte können wir eben nur mit einem derartigen Nachbau erzeugen. So, und natürlich im Laufe der insgesamt 5 Brände, die wir mit dem ersten Ofentyp gemacht haben, haben wir natürlich festgestellt, dass einige Dinge noch nicht perfekt waren.
Das heißt, wir haben den Abzug nach oben verlegt, sodass eben der höchste Punkt gleichzeitig auch die Öffnung der Kuppel ist, sodass die eben vorbeistreifender Wind den Rauch und die heiße Luft direkt abführt und es nicht dazu kommt, dass der Wind den Rauch wieder hineindrückt in den Ofen. Des Weiteren haben wir keine Veränderung in der Feuerungsluke vorgenommen. Und alles in allem ist der Ofen auch insgesamt dicker in seiner Wandung geworden. Das heißt also, wir haben noch mal weitere 3 Tonnen Lehm in diesem Ofen verbaut. Damit wir eben all diese, sagen wir mal, Entwicklungen im Ofen schön nachvollziehen können und sehen können, haben wir in dem Ofen Temperaturmesssonden eingebaut. 4 Stück, die an verschiedenen Stellen ansetzen und uns Informationen über die Temperaturverläufe innerhalb des Ofens vermitteln. Diese Daten werden während des gesamten Projektes aufgezeichnet und man kann dann eben die verschiedenen Brände, so wie wir das bezeichnen, eben auch miteinander vergleichen und schauen, wenn wir unterschiedliche Materialien, also Heizmaterialien verwenden oder wenn wir eine andere Befeuerungsstrategie verwenden, welche Auswirkungen sich dabei in dem Temperaturverlauf zeigen. Dafür sind also derartige Sonden eingebaut worden. Ein Brand mit diesem Ofen hier verbraucht ungefähr 7 bis 11 Schubkarren Holz, während ein Grubenbrand 5 bis 6 Schubkarren Holz verbraucht. Wenn man also durchschnittlich Größe eines Topfes annimmt, also oder verschiedene Größen in Kombination benutzt, dann schafft man in einem derartigen Ofen 200 Keramikgefäße. Während in einem Grubenbrand vielleicht 20 bis 25 Gefäße passen. Das zeigt also, warum hat man sich denn die Mühe gemacht, einen derartigen Ofen zu bauen. Ganz einfach, man kann in einer viel höheren Qualität, mit mehr Verlässlichkeit, mit weniger Holzeinsatz, insgesamt auch weniger Arbeitszeiteinsatz, mehr Keramik in kürzerer Zeit brennen. Und das gibt uns auch wiederum einen guten Hinweis auf die Erfahrung oder auch Höhe dieser Kultur, die wir untersuchen. Eine Kultur, die eine derartige technologische Leistung erbringt, zeigt, dass sie sich schon viele Jahrzehnte und Jahrhunderte mit der Keramikherstellung beschäftigt und eben nicht auf einfache Brenntechniken zurückgreift, sondern auf weitaus höher entwickeltere. Und durch unsere Ausgrabung, die wir jetzt durchgeführt haben, haben wir weitere Einsichten gewonnen, weil wir haben nicht nur jetzt die Keramikbrennöfen ausgegraben oder einige, sondern neben diesen Öfen gab es auch Gruben und die Gefäße, die dann einfach kaputt gegangen sind beim Brennen, die hat man in der Regel dann in diesen Gruben verklappt. Das heißt, der große Schatz ist ganz einfach, wir haben so einen Ofen und mit diesem Ofen haben wir auch den Abfall. Also das sind alles sehr, sehr wichtige Informationen, die eine Archäologengeneration vor uns den Kollegen eben nicht zur Verfügung stand. Und wir haben diese Daten und können jetzt eben viel genauer diese Prozesse von Keramikproduktion, aber auch von Keramikkonsumption analysieren. Und wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren immer wieder mit neuen Fragestellungen, mit neuen Ideen, mit neuen Ansätzen diesen Ofen befeuern können. Und sollte der Ofen irgendwann am Ende seiner Lebenszeit angekommen sein, werden wir das Dach abbauen, was wir im Moment darüber haben, um es vor Wettereinflüssen zu schützen. Und dann werden wir es dem Verfall preisgeben, damit wir eben auch die letzte Phase des Lebens eines derartigen Ofens dann nachvollziehen können und schauen können, wie lange dauert es, bis ein Ofen praktisch nicht mehr sichtbar ist in der Landschaft. Und dann sind wir wieder am Ende angekommen. Dann haben wir wieder einen neuen Grabungsbefund für die Archäologen geschaffen. Nur eben mit einigen tausend Jahren Abstand.